Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, du stehst kurz vor dem Abschluss einer bedeutenden Periode der Selbstveränderung und es ist an der Zeit, die Früchte deiner Arbeit anzuerkennen und zu genießen. Deine konsequenten Bemühungen führen jetzt zu positiven Ergebnissen, denn die Menschen schätzen deinen Rat und versuchen, deine Erwartungen zu erfüllen. Auch wenn es immer noch Aspekte in deinem Liebesleben gibt, die Aufmerksamkeit erfordern, hast du dir eine Pause verdient. Diese Pause ermöglicht es dir, über deine Reise nachzudenken und die Fortschritte zu genießen, die du gemacht hast. Veränderungen, so notwendig sie auch sind, stoßen oft auf Widerstand. Wie ein Fluss, der seinen Lauf ändert, kann die Veränderung in uns selbst innere Konflikte hervorrufen. Es ist wichtig, den Teil in dir anzuerkennen und ihm zuzuhören, der vor Veränderungen zurückschreckt oder sich nicht verletzlich zeigen will. Erlaube diesen Gefühlen, sich vollständig zu äußern. Nimm dir dann einen Moment Zeit, um dich daran zu erinnern, wer die Kontrolle hat. Entscheidende Entscheidungen zu treffen ist wichtig, damit jeder Veränderungsprozess sinnvoll ist. Kontemplative Aktivitäten, wie ZB spazierengehen, können die perfekte Kulisse sein, um über diese Entscheidungen nachzudenken und dein Engagement für persönliches Wachstum zu bekräftigen. Am Arbeitsplatz wirst du vielleicht mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, das von Feindseligkeit oder Negativität geprägt ist. Deinem sensiblen Naturell könnte es schwer fallen, sich in einer solchen Atmosphäre zurechtzufinden. Um dich zu schützen, stell dir vor, dass du eine Rüstung trägst, um dich gegen die negative Stimmung abzuschirmen. Diese mentale Vorstellung kann dir helfen, die Fassung zu bewahren und zu verhindern, dass äußere Spannungen deinen inneren Frieden beeinträchtigen. Der himmlische Einfluss des Tages verleiht deinem romantischen Leben eine traumhafte Qualität und ruft Gefühle eines magischen Märchens hervor. Vielleicht sehnst du dich nach einer idealisierten Beziehung, die deinen tiefsten Sehnsüchten entspricht. Wenn du eine Verabredung planst, könnte die Verbindung fast surreal erscheinen und deine größten Träume erfüllen. Es ist jedoch ratsam, diese Gefühle mit einem Sinn für Realismus abzumildern und zu verstehen, dass es unwahrscheinlich ist, eine solche Perfektion auf Dauer aufrechtzuerhalten. Wenn die Weihnachtszeit näher rückt, stehen die Sterne gut, um dir eine schöne Überraschung zu bereiten. Ein unerwarteter Besuch steht bevor, der mit der Wärme von Nostalgie und Freude schimmert. Dieser Besuch könnte jemand aus der fernen Vergangenheit sein, ein Gesicht, das du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder vielleicht jemand, dessen Anwesenheit dir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das Wiedersehen wird ebenso unerwartet wie willkommen sein, alte Erinnerungen wachrufen und neue schaffen. Egal, ob es sich um einen Freund, einen Verwandten oder sogar einen geschätzten Mentor handelt, ihre Ankunft wird deinen Feiertagen einen besonderen Glanz verleihen. Nutze die seltene Gelegenheit, dich wieder zu treffen, dich an gemeinsamen Geschichten zu erfreuen und die Magie dieser Jahreszeit die Bande deiner Beziehungen vertiefen zu lassen. Diese zufällige Begegnung wird ein Höhepunkt deines Jahres sein und dir schöne Erinnerungen und ein neues Gefühl der Verbundenheit bescheren. Der Stiermond verstärkt heute die Stimmung des Genusses und der Vergnügungssucht. Mach dir diese Energie zunutze, indem du die schönen Seiten des Lebens genießt, sei es durch gutes Essen, Kunst oder andere Formen der Sinnesfreuden. Außerdem deutet die Wechselwirkung des Mondes mit Uranus, Neptun und Pluto auf die Möglichkeit unerwarteter Ereignisse und kreativer Inspirationen hin. Sei offen für diese Erfahrungen, denn sie können dir neue Perspektiven und Ideen eröffnen. Halte ein Notizbuch bereit, um alle kreativen Ausbrüche und Erkenntnisse festzuhalten.
Diese genialen Momente können sowohl in deinem privaten als auch in deinem beruflichen Leben wertvoll sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, Skorpion, dass es heute darum geht, deine Leistungen anzuerkennen, den Widerstand gegen Veränderungen zu verstehen und zu bewältigen, dich in einem herausfordernden Arbeitsumfeld zu schützen, romantische Fantasien auszuleben und sowohl Genuss als auch Kreativität zuzulassen. Wenn du dich auf diese Themen einlässt, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Erfolg, Widerstandsfähigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen und Ideen bewältigen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Magier steht für Manifestation, Macht und die Fähigkeit, deine Wünsche in die Realität umzusetzen. Sie steht für eine Zeit, in der du über die Mittel und Ressourcen verfügst, um positive Veränderungen zu bewirken und deine Lebensumstände zu verändern. Der Magier zeigt dir heute, dass du die Fähigkeit hast, dein eigenes Schicksal zu beeinflussen und deine Träume zu verwirklichen. Es ist ein Tag, an dem du deine Fähigkeiten und Ressourcen nutzen kannst, um deine Absichten zu verwirklichen. Die 9 der Schwerter ist eine Karte der Ängste, Sorgen und schlaflosen Nächte. Sie steht oft für mentale Ängste und übermäßiges Nachdenken. Heute zeigt die 9 der Schwerter an, dass du Stress, Ängste oder Sorgen hast, die dich nachts wach halten. Es ist wichtig, dass du dich mit diesen Sorgen auseinandersetzt und nach Wegen suchst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Die umgekehrte 2 der Schwerter deutet auf eine Entscheidung oder eine Situation hin, in der du es vielleicht vermieden hast, eine Entscheidung zu treffen oder dich einer Sache direkt zu stellen. Es bedeutet, dass du die Augenbinde abnehmen und dich einer Entscheidung oder einem Problem stellen musst, das dich festgefahren hat. Für heute rät dir diese Karte, dich nicht länger vor einer wichtigen Entscheidung zu drücken, denn die Zeit für eine Lösung ist gekommen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Ermächtigung, der Auseinandersetzung mit Ängsten und der Bewältigung von Vermeidungen hin. Der Magier erinnert dich an deine angeborene Macht, dein Leben zu gestalten. Die 9 der Schwerter zeigt dir, dass du dich mit Ängsten und Sorgen auseinandersetzen musst. Die umgekehrte 2 der Schwerter signalisiert, dass du eine Entscheidung treffen oder dich einer Situation stellen musst, der du bisher ausgewichen bist. Erkenne heute deine eigene Macht, positive Veränderungen zu bewirken, wie es der Magier anzeigt. Stelle dich den Ängsten und Sorgen, die 9 der Schwerter anzeigt, indem du praktische Schritte unternimmst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Außerdem solltest du dich einer Entscheidung oder Situation stellen, der du vielleicht aus dem Weg gegangen bist, und dir die Kraft und Klarheit zu eigen machen, die du bekommst, wenn du Entscheidungen triffst und Probleme direkt ansprichst.